I augusti 1942 på nattåget mellan Warszawa och Berlin. Es war im August 1942 im Nachtzug von Warschau nach Berlin. Dort traf mein Vater auf den SS-Offizier Kurt Gerstein. Dieser wollte ihm erzählen, was er am Tag zuvor im Konzentrationslager Belzec erlebt hatte. Was der schwedische Diplomat Göran von Otter damals erfuhr, schockierte ihn zutiefst. Der deutsche Offizier berichtete ihm von der systematischen Ermordung von Juden in dem KZ. Von Otter war zunächst aber skeptisch. Papa misstänkte, dass er könnte ein Provokateur sein. Mein Vater glaubte, er habe es mit einem Spion zu tun. Also fragte er Gerstein, ob er für seine Vorwürfe Beweise vorlegen könnte. Und das konnte er. Er zeichnete eine Skizze des Lagers und zeigte Bestellformulare für das Gas Zyklon B, das eingesetzt wurde. Zurück in Berlin bekam von Otter die Anweisung von seinen Vorgesetzten, die Informationen nicht schriftlich festzuhalten, sondern sie bei seiner Rückkehr in Schweden dem Außenministerium mündlich mitzuteilen. Von Otter tat, wie ihm aufgetragen wurde. Danach fühlte er sich für die Angelegenheit nicht mehr verantwortlich. Die brisanten Informationen führten ins Nichts. Jahrzehnte später bestätigte das Außenministerium in Stockholm zwar die Geschichte, fügte allerdings hinzu, dass Deutschland 1942 zu mächtig gewesen sei und es für Schweden ein erhebliches Risiko dargestellt hätte, in dieser Angelegenheit zu handeln. Überdies war Deutschland vor dem Krieg der wichtigste Handelspartner gewesen. All das zusammengenommen führte zu einem nationalen Schuldgefühl und damit stand Schweden nicht allein. Es war wichtig für Schweden, seinen Ruf zu verbessern, vor allem im Verhältnis zu den Alliierten, die in den letzten Kriegsjahren sehr kritisch gegenüber Schweden waren, weil Schweden in enger Verbindung zu Deutschland stand. Göran von Otter hat laut seiner Tochter ein Leben lang darunter gelitten, damals nicht genug getan zu haben.